Hi, ihr Lutschergen. Ich bin ja jetzt mit der High Isle und Firesong-Geschichte durch. Playlist ist übrigens in der Infobox rechts oben verlinkt. Schaut da gerne rein. Und ja, ich möchte in diesem Video heute meinen Senf dazu abgeben. Und das wird tatsächlich ein etwas längeres Video, denn hier soll es nicht nur um den aktuellen Add-on-Zyklus Vermächtnis der Brytonen gehen, sondern mal so allgemein um das Writing in The Elder Scrolls Online. Denn auch wenn die Geschichten an sich jetzt zumindest für ein MMO ganz gut sind, so liegt besonders die neueste Story doch weit hinter meinen Erwartungen zurück. Und nicht nur das, sie offenbart noch weitaus größere Probleme im Spiel. Ich bleibe in diesem Video übrigens spoilerfrei, ihr müsst euch also keine Sorgen machen. Zusätzlich würde mich natürlich eure Meinung zum aktuellen Add-on sowie den DLCs interessieren. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Doch warum beschwere ich mich jetzt eigentlich über Story und Writing in einem MMO? Ist es nicht viel wichtiger, die Probleme in anderen Teilen des Spiels anzugehen? Zum Beispiel das Balancing, Hardware-Probleme, Bugs oder PvP? Meine Antwort darauf ist jein. Das sind nämlich komplett andere Baustellen, die auch ganz andere Abteilungen innerhalb des Entwicklerstudios betreffen. Zusätzlich haben MMOs wie SWTOR oder Final Fantasy XIV gezeigt, wie MMOs auch durch gute Geschichten zu einer wachsenden Spielerschaft finden können, und wir wissen alle, je mehr zahlende Kunden vorhanden sind, desto besser ist es für das MMO. Und zu guter Letzt finde ich die Story in MMORPGs extrem wichtig, denn sie geben dem Schaffen unseres Charakters einen Sinn. Der RPG-Aspekt darf schlicht und ergreifend nicht verloren gehen, sonst würde es an sich ja auch reichen, einfach nur einen zentralen Hub zu designen, von dem aus wir zu sämtlichen Dungeons, Trials und PvP-Gefechten reisen, und den Rest, ja, den können wir dann vergessen. Aber was war jetzt eigentlich das Problem vom Vermächtnis der Brytonen? Zunächst ist es die Erwartungshaltung. Uns wurde im Vorfeld ein spannender Plot aus politischen Intrigen versprochen, und High Isle begann auch teilweise als solcher. Deswegen habe ich die Story des Add-ons ursprünglich sogar noch gelobt. Mit Firesong und dem Finale ist man aber letzten Endes wieder in die sogenannte Same Old Shit-Schiene abgedriftet. Diesmal rettet man eben nicht ganz Tamriel vor irgendwelchen Daedra, sondern ein Inselarchipel vor einer Gruppierung und dessen Anführer oder Anführerin eben. Und natürlich geht's auch wieder um Hokuspokus und Zauberei und übernatürliches Zeug, übrigens auch ganz entgegen der ursprünglichen Ankündigung. Das Einzige, was tatsächlich wahr wurde, ist, dass die Daedra diesmal außen vor waren. Und naja, der ach so geheime Bösewicht, der hinter allem steckt, ja, der war halt wieder einmal absolut offensichtlich. Schade. Mein Hauptproblem mit der Story ist, dass irgendwie nichts so wirklich Relevanz hat. Klar, diesmal hat man zumindest einen größeren Storybogen angedeutet, aber ob der dann nächstes Jahr tatsächlich fortgeführt wird, ja, darüber können wir nur spekulieren, und letzten Endes ist es ja auch egal, denn es ändert nichts an meiner Meinung zur aktuellen Lage der Geschichten. Es gibt ja quasi keine übergeordnete Gesamtgeschichte. Man spielt das Hauptspiel durch und springt anschließend von Add-on zu Add-on in verschiedene voneinander unabhängige Geschichten. Hin und wieder kommen bereits bekannte Charaktere vor, die auch auf das eingehen, was man früher so mit ihnen erlebt hat, aber insgesamt gibt es zwischen den Add-ons keine wirklichen Zusammenhänge. Und das ist von Anfang an ein Problem. Während man zumindest im Hauptspiel noch insgesamt einen Sinn in seiner Existenz sehen kann, verliert sich das nach und nach in den darauffolgenden DLCs. Man wird immer mehr zu einer Art Spezialsöldner, dessen einziger Sinn es ist, immer wieder die Welt in unterschiedlichen Gebieten zu retten, ohne letzten Endes auf ein wirklich großes Übel oder Ziel zuzusteuern. Das ist für mich der erste Teil des Problems. Der zweite ist, dass sämtliche Stories und Add-ons absolut keinen Wiederspielwert haben.
Den einzigen Wiederspielwert erkenne ich aktuell nur darin, dass man die Stories in der richtigen Reihenfolge spielt und alle Leute schon mal getroffen hat, weswegen diese nun andere Einstiegsdialoge bieten. Aber das war's dann halt auch schon. Keinerlei Freiheiten, keinerlei Entscheidungen. Ich erwarte in einem MMO jetzt nicht, dass ich die komplette Welt zerdeppern kann. Aber immerhin so ein paar wenige Entscheidungen zwischen töten oder leben lassen, zwischen gut und böse, das würde ich mir wünschen. Und wenn der Ausgang dann nur ist, dass ein paar Dialoge anders sind und bestimmte NPCs nicht mehr auftauchen, weil wir sie ja ins Jenseits geschickt haben, das wäre zumindest mal ein Anfang. Aktuell gibt es eigentlich keinen Grund, die Geschichten zweimal zu spielen, abseits mal von den Fertigkeitspunkten. Aber das alles wäre gar nicht mal so schlimm, wenn wenigstens Präsentation und Spielspaß stimmen würden. Und da hat man in High Isle und Firesong meiner Ansicht nach so richtig böse ins Klo gegriffen. Das beginnt schon damit, dass wir mehrmals super geheime Orte betreten und dort dann zig andere Leute stehen, die exakt dasselbe tun. Es kann doch nicht so schwer sein, eben genau solche Orte als Solo-Instanzen zu deklarieren. Die Möglichkeit gibt es ja und sie wird auch genutzt, aber man setzt es eben nur so halbgar, gefühlt je nach Lust und Laune um. Ich gehe mal davon aus, dass das mit irgendwelchen technischen Geschichten zu tun hat. Zugegebenermaßen kenne ich mich damit nicht gut genug aus, aber ich denke, dass man hier doch bestimmt etwas mit Phasing hätte erreichen können. Und wenn es technisch wirklich nicht möglich sein sollte, naja, dann lässt man den Mist halt weg und schreibt die Story so, dass wir nicht ständig mit zig anderen Spielern in den angeblich geheimsten Orten Tamriels stehen. Highlight war in Firesong da für mich persönlich eine Traumsequenz, in der zig andere Leute fröhlich herumhüpften und ja, das war dann auch irgendwie so der Wendepunkt, wo ich mir persönlich dachte, ey, das kannst du einfach nicht mehr gut finden, nicht mal wenn du es noch so sehr möchtest. Und dann gibt es ja auch noch den Schwierigkeitsgrad. Über den habe ich mich schon zu Genüge beschwert, aber naja, es ist halt einfach stinklangweilig, die Story zu spielen. Das ist ein Walking Simulator und selbst solche Spiele sind noch schwieriger zu spielen als The Elder Scrolls Online. In Walking-Simulatoren musst du nämlich immerhin noch hin und wieder ein paar Rätsel lösen. Mir persönlich macht es schlicht und ergreifend keinen Spaß, wenn die große Bedrohung innerhalb einer Minute ohne Mühe im Dreck liegt. Selbst wenn wir storyline-mäßig irgendwelche Kniffe und Tricks haben. Das hat für mich übrigens nichts mit Zugänglichkeit oder so zu tun. Ja, ich find's einfach nur langweilig. Hinzu kommen noch die zahlreichen Belanglosigkeiten, die mir besonders in Firesong aufgefallen sind. Es gab einfach unglaublich viele irrelevante Dialoge und Aufgaben, die überhaupt nichts zur Geschichte beitrugen und gefühlt nur eine Daseinsberechtigung hatten, um eben noch mehr Spielzeit ins Add-on reinzustopfen. Die zum Teil saublöden Fragen des eigenen Charakters und die fehlenden Dialogoptionen waren dann noch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen aus. Naja, ihr kennt ja diese braune Substanz, die euch jeden Morgen so verlässt. In keinem DLC ist es mir bislang so stark aufgefallen wie in High Isle und Firesong, dass wir zum Teil einfach auch nur zwei Möglichkeiten hatten. Gespräch und damit die Quest fortsetzen mit irgendeiner saublöden Frage, die genau das wiederholt, was der Gesprächspartner übrigens gerade eben schon sagte, oder lebt wohl sagen und abzubrechen. Und ich muss ehrlich gestehen, manchmal habe ich mir das Abbrechen gewünscht. Aber ging ja nicht anders. Ich wollte das ja durchspielen. Ich meine, es ist ja löblich, dass die Quests in ESO voll vertont sind und ich verstehe das schon, dass man nicht zig Story-Stränge einbauen kann, wie das vielleicht in Singleplayer-Titeln der Fall ist. Aber wenn ich da an die finale Quest nach Firesong zurückdenke, wo man nochmal über halb High Isle geschickt wird und zig vollkommen belanglose Gespräche führt, dann frage ich mich schon, ob man das nicht hätte besser lösen können. Lieber habe ich eine Geschichte, die in 2 bis 3 Stunden abgefrühstückt ist, dafür aber ein paar Wendungen und Entscheidungen sowie ein spielerisch spaßiges Erlebnis bietet, als sowas.
Lieber weniger Spielzeit, dafür aber einen Wiederspielwert und mehr abwechslungsreichen Content abseits davon. Und da sind wir ja auch beim Thema, warum die Story wichtig ist oder warum man vielleicht mal überlegen sollte, an der Story etwas zu verändern. Denn diese belanglosen Dialogzeilen, die kosten ja auch Geld. Das muss eingesprochen und programmiert werden. Und wenn ich mir so anschaue, welche Sprecher man so für das englischsprachige The Elder Scrolls Online engagiert, dann ist das wahrscheinlich gar keine so geringe Summe. Und genau dieses Geld, was man eben für Belanglosigkeiten ausgibt, das hätte man meiner Meinung nach besser in anderen Content, wie neue PvP-Modi, Dungeons oder Trials investieren können. Viele Leute, auch ich übrigens, skippen sich ja auch einfach nur durch die Quests durch, weil es eben nichts ist, was einem in Erinnerung bleibt oder wirklich Relevanz hat oder wirklich Spaß macht. Das ist übrigens auch der Grund, warum es meine Let's Plays gibt, denn dadurch zwinge ich mich quasi dazu, mal die komplette Story zu erleben. Und wer sich jetzt die Zuschauerzahlen auf meinen Let's Play Videos anschaut, der sieht ja, wie viel Interesse an den Geschichten von The Elder Scrolls Online so vorhanden ist. Nämlich wenig bis gar nicht. Würde man aber jetzt spannende und herausfordernde Stories mit Wendungen und zumindest ansatzweise Entscheidungen bieten, würde man auch Leute anziehen, die eben genau das erleben möchten. Schielen wir doch mal hinüber zu SWTOR und Final Fantasy XIV. Beides Spiele, die für ihre Stories gelobt werden oder im Fall von SWTOR zumindest wurden. Und Spiele, wo die Spielerschaft tatsächlich sich auch auf die neuen Story-Inhalte freut und wo es eben nicht nur um Loot und bessere Ausrüstung geht. Das ist übrigens eine Spielerschaft, die ich persönlich als weitaus angenehmer empfinde, da es sich hier meistens um Leute handelt, die eben nicht in 5 Minuten durch die Dungeons durchrennen und Stress schieben, weil der Boss nicht nach 30 Sekunden im Dreck liegt. Das sind übrigens häufig dann auch diejenigen, und jetzt wird's vielleicht für ZeniMax interessant, die sich so Sachen wie Cosmetics kaufen, weil sie ihren Charakter Roleplay-mäßig ausbauen möchten und denen es eben nicht nur um die besten Stats auf ihrer Ausrüstung geht. Und ja, das ist gerade das große Problem in The Elder Scrolls Online. Noch eins quasi, denn das Spiel hat ja zumindest, wenn man so die anderen YouTuber, vor allem im englischsprachigen Bereich, verfolgt, ja, sehr, sehr viele Probleme. Aber was denkt ihr denn über die ganze Story-Sache und wie sieht's bei euch eigentlich aus? Klickt ihr euch durch die Geschichten nur durch oder gebt ihr sie euch auch in voller Länge und bereut es vielleicht sogar, so wie ich? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir, macht's gut und tretet den Lootschergen bei. Nachricht an @bombardien im Spiel, gilt natürlich nur für diejenigen, die das Game auf PC spielen. Ja, kommt in unsere Gilde, wir sind klasse. Macht's gut, ciao.